So sieht ein entspannter Rekordspringer aus. Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner zeigt sich im US-Bundesstaat New Mexico ganz gelassen. Bei einem Sprung aus der Stratosphäre in 36 Kilometern Höhe will er als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrechen. Ein großer Moment auch für seine Familie. Ja, das Stratos-Projekt von Felix ist eigentlich sein größter Traum bis jetzt. Und ich glaube, er freut sich im Moment sogar sehr drauf. Er ist richtig entspannt und ja, wir selber sind auch sehr stolz auf ihn. In einer Kapsel will Baumgartner mit einem riesigen Heliumballon aufsteigen und dann in einem Spezialanzug zurück zur Erde stürzen. 5 Minuten wird er im freien Fall verbringen, bevor er seinen Fallschirm öffnet. Die größte Gefahr ist, dass er ins Trudeln gerät und das Bewusstsein verliert. 5 Jahre hat der 43-Jährige für den Sprung trainiert. Unterstützt wird Baumgartner in Roswell von einem Team aus rund 100 Experten. Wir sind wirklich enge Freunde und wissen, was wir fühlen und denken. Das Projekt läuft ja schon seit Jahren. Er vertraut dem Team, er vertraut mir und meinen Entscheidungen. Das ist ein wichtiger Teil des Prozesses, dass er weiß, dass wir alle für ihn da sind, um ihn zu unterstützen, damit er sein Ziel erreicht. Wegen schlechten Wetters musste der Rekordversuch zuletzt verschoben werden. Ein Sprung, der manchen zum Zittern bringen würde, Felix Baumgartner wagt ihn.